Ja, willkommen zum Webinar. Heute geht es ums Lernbüro. Da wollte ich nur vorweg sagen, wir haben euch alle noch Erinnerungs-E-Mails geschickt vor dem Webinar. Es kann sein, dass ihr die zweimal bekommen habt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also nicht irritiert sein. Vielleicht kommt auch erst ein E-Mail, das in einige stecken geblieben. Wir machen das Webinar heute wieder von Zimtfilm. Das ist das Studio hier in Wien, das wir benutzen dürfen. Danke, Matthias. Und der Stani lag so total entspannt heute, als ich reinkam da hinten, und ich habe ihn einfach gefragt, ob wir es nicht co-moderieren wollen. Also so passiert es jetzt auch. So passiert so es jetzt auch. Genau. Jawohl. Du hast die Matura gerade hinter dir? Genau, seit einer Woche frisch die Matura und arbeite hier jetzt als Praktikant bei Zimtfilm für ein halbes Jahr und dann schauen wir weiter. Also wenn du Fragen hast, stelle ich sie sofort. Ich finde, das bringt so ganz gut den Eindruck schon von Lernbüros rein. So, zunächst schalten wir mal zur Volksschule St. Oswald bei Plankenwart. Hallo. Dort die Sabine und ihr Team. Marie-Christine ist auch mit dabei. Und die zwei Expertinnen sitzen in der Mitte. Genau, richtig. Ein steirisches Hallo von St. Oswald, St. Oswald bei Plankenwart. Wir sind ein bisschen außerhalb von Graz, Graz-Umgebung Nord. Und wir haben heute nicht nur die Marie mitgebracht, also mein Name ist Sabine Ivkovic und Marie Otto, sondern zwei Kinder, die uns ja natürlich das am besten erklären können, wie das bei uns im Lernbüro so funktioniert. Neben mir sitzt die Laura. Und der Emil. Genau, die sind jetzt natürlich furchtbar aufgeregt. Eh klar. Ja. Hallo. 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 Ja, was macht denn ihr so zum Lernbüro? Erzähl's mal. Ja, wir zuerst vielleicht nur ganz kurz, wir sind eine vierklassige Schule und haben zwei Familienklassen, das heißt zwei gemischte Klassen von der 0. bis zur 2. Stufe und zwei gemischte Klassen in der Grundstufe 2 von der 3. und von der 4. Stufe. Und ja, wir haben Bilder mitgebracht, damit man vielleicht auch ein bisschen einen bildlichen Einblick bekommt, wie das so ausschaut bei uns. Und Laura und Emil werden uns ein bisschen erzählen, wie das bei uns so startet im Lernbüro. Laura, magst du mal sagen, was wir da sehen? Das ist der Lernbürokreis und hier besprechen wir, was wir machen und das, ja. Ja, Emil, wo gibt es denn bei uns überhaupt Lernbüros? Bei uns gibt es Lernbüros in zwei verschiedenen Klassen. Eine ist die Klasse für Mathematik und eine ist die Klasse für Deutsch. Genau. Wie wisst ihr überhaupt, was ihr in den Lernbüros tun könnt? Durch die Ziele. Und hier markieren wir, was wir schon alles geschafft haben. Und das, was nicht markiert ist, liegt noch vor uns. Auch die Lehrerinnen halten eure Besuche im Lernbüro und eure Ziele genau in ihrer Dokumentation fest. So. Jede Lehrerin in jedem Lernbüro natürlich für jedes Kind, das ins Lernbüro kommt. Und es gibt auch Materialien, wo wir auch weiterkommen und es ist auch lustiger zum Lernen. Was kann man da? Man kann einfach auch sehen, dass man entweder alleine arbeiten kann oder im Team arbeiten kann oder auch in einer Gruppe arbeiten kann, um seine Lernziele zu erreichen. Ja. Und es gibt verschiedene Materialien. Die unteren sind eher leichter und es ist wie wenn man eine Treppe hochgeht. Es wird immer schwerer und oben, wenn du oben angelangt bist, und du dich sicher fühlst mit dem Ziel, kannst du schon den Lernbeweis starten. Beim Lernbeweis ist es einfach so, dass du es weißt, dass du den Lehrerinnen zeigst, dass du Experte oder Expertin bist in diesem Gebiet, bei diesem Ziel. Mhm. Das ist das Morgenatelier. Das ist, dass man wieder reinkommt ins Lernen. Was kann man hier machen, Emil? Da kann man Kopfrechnen und Schreiben. Das ist für Deutsch und Mathematik zum Wiederholen. Und man kann lesen, dass man Lesen gut üben kann und trainieren. Und
man kann morgen Sport machen, dass man sich ein bisschen auslockert und nicht immer nur auf der Bank sitzt und lernt. Da haben wir euch beim Zusammenarbeiten auch fotografiert und festgehalten. Manchmal ist es auch fächerübergreifend, da verbinden sich auch eure Inhalte, da vernetzt sich das ganze Wissen, das ihr euch erarbeitet und sammelt. Man kann auch in großen Gruppen arbeiten. Schaut nach Spaß aus. Ja, da ist es eigentlich viel lustiger, als wenn man da allein sitzt. Und hat total viel weitergebracht, was man da sieht. Ja, gell? Mhm. Ja, die Lehrerinnen, was tun die eigentlich? Die unterstützen uns im Lernbüro, wenn wir was nicht wissen oder nicht weiterkommen. Und bringen uns Neues bei und sagen auch, was wir da machen müssen, um es gut zu schaffen. Ja. Und die gestalten auch die Mindmaps. Anscheinend seid ihr aber auch ihr gegenseitig manchmal Lehrer und Lehrerinnen, kann das sein? Ja. Ja? Wie funktioniert das dann? Da helfen die Größeren meistens den Kleineren. Aber manchmal ist es auch umgekehrt, dann helfen die Kleineren den Größeren. Ja, aber manchmal ist es auch so, dass zwei Große sich auch gegenseitig ausklären. Am Ende vom Lernbüro, das ja viermal in der Woche bei uns stattfindet, für zwei Einheiten, passiert was? Logbucheintrag. Da schreibt man hin, was man gelernt hat, was man noch üben will, mit wem die Teamarbeit gut gelingt, die Kurse tragt man ein, die Deutsch- und Mathe-Ziele tragt man ein und worauf man stolz ist. Und am Ende der Woche kann man auch ankreuzen, wie gut du an deinen Zielen gelernt hast in der Woche. Das macht die Lehrerin und das Kind. Und ja. Dankeschön für diese gute Zusammenfassung. Also so kann man sich bei uns einen Ablauf von einem Lernbüro vorstellen. Stoppen. Jetzt sind wir wieder da. Genau, so ungefähr laufen viermal in der Woche die zwei Stunden bei uns ab. Super, großartig. Seit wann gibt es das eigentlich, das Lernbüro bei euch? Ja, wir seit 5 Jahren. Okay. Und können Sie auch ein bisschen sagen, wie das so wirkt bei euch? Also für uns als Lehrerinnen hat sich das durchaus als sehr, sehr positiv entwickelt, weil es einfach Fachlehrerinnen gibt. Und ich glaube, das kann die Marita auch bestätigen. Man ist zwar für eine größere Schülergruppe verantwortlich, aber nur in einem Fachbereich. Also jetzt in dem Fall die Marie wäre für Mathematik für die Grundstufe 1 quasi die Fachlehrerin. Und dann gibt es eben in jedem Lernbüro gibt es eine zuständige Person, die für dieses Lernbüro in diesem Fach zuständig ist. Okay. Sehr gut. Jetzt noch eine Frage an die Schüler. Hat auch noch eine Frage. Was gefällt denn euch besser, der ganz normale Unterricht an der Tafel oder wenn ihr in den Lernbüros arbeitet? Lernbüro. Okay, also macht das wirklich Spaß für euch. Ja, bei uns gibt es vielleicht den ganz normalen Unterricht, so wie du den kennst, möglicherweise gar nicht. Okay, also viele Tafelunterricht, den gibt es bei uns vielleicht nicht. Ja, sehr gut. Cool, die Frage ist mal gut ausgegangen. Ja. Okay. Stani, wie geht's weiter? Weiter kommen wir zur Schule am See aus Vorarlberg. Okay. Und da hätte ich auch schon im Vorhinein an den Christian eine Frage. Und zwar, wir müssen noch die Verbindung herstellen. Jetzt. Zur Schule am See. So, okay. Die Verbindung ist da. Ja. Sehr gut. Dann habe ich eine Frage an dich, lieber Christian. Und zwar, warum habt ihr euch dazu entschlossen, das Lernbüro in euren Schulalltag einzugliedern? Ja, das liegt schon sehr lange zurück. Wir haben eigentlich vor 20 Jahren schon begonnen. Wir haben damals mit Klassen begonnen, mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit sogenannten Integrationsklassen. Und da war es natürlich und notwendig, dass anders gearbeitet wird.
Die innere Differenzierung, Freiarbeitspläne, Lehrer, Teamteaching und so weiter war dort gefordert und das haben wir ja ständig weiterentwickelt und dann inzwischen zu unserer Pädagogik, zur Pädagogik der Schule am See entwickelt. Also wir sind jetzt in diesem neuen Haus etwas mehr als ein Jahr, letztes Jahr sind wir eingezogen und haben jetzt für uns sehr ideale Bedingungen. Wir haben 9 Cluster bei uns zu 3 bzw. 4 Klassen. Und Martin, wenn du bitte mal den Cluster die Skizze einblenden kannst. Diese 9 Cluster sind so gegliedert, dass wir jeweils Klassen untergebracht haben mit Kindern der Stufen 1, 2, 3 oder Kinder der Stufen 4, 5, 6. Also wir sitzen jetzt in einem Cluster, wo Schülerinnen und Schüler der 4., 5. und 6. Stufe sind. Das heißt, circa 8 Volksschulkinder der 4. Stufe und jeweils 8 Kinder der 1. und 2. Mittelschule. Diese 3 Klassen sind hier untergebracht, 2 Gruppenräume, eine Lehrerteamstation und wir sitzen jetzt da in der Mitte drin, in der großen Lernlandschaft. Im alten Haus war es so, dass wir noch in einer alten Stangenschule gearbeitet haben. Das heißt, Klasse an Klasse aufgereiht und auf dem Gang haben wir Lernlandschaften dazu eingerichtet. Und danke für die Skizze. Wir arbeiten sehr viel im individualisierten Unterricht und auch in kleinen Gruppen und haben eigentlich täglich Lernbüro. Das heißt, dass die Lehrpersonen das Team eines Clusters jeweils vorgibt, was zu diesem Lernbüro gehört, welche Unterrichtsgegenstände, das ist nicht jedem Cluster gleich, es können 2 Unterrichtsgegenstände sein, es können aber auch mehrere sein und das Lernbüro ist hier zeitlich definiert, das heißt, in dieser Zeit können Schülerinnen und Schüler aus einem Pool an Unterrichtsgegenständen, aus den Aufgaben, die zu erledigen sind, auswählen. In einem Cluster wird so praktiziert, dass das Lernbüro auch örtlich gemeint ist. Da ist jeweils ein Raum eingerichtet als Deutschraum, als Matheraum und als Englischraum. Ja, wir haben aber auch Leute aus der Praxis da. Zuerst mal meine 2 Kolleginnen, Isabella. Sie ist Klassenvorstand in einem Cluster der Stufen 7 und 8. Und die Barbara, Klassenvorstand 4, 5, 6, also in ihrem Cluster sitzen. Und natürlich ein Bub und 3 Mädchen. Da bitte ich dich, wie heißt du? Jakob. Ela. Jakob und Ela sind von der Stufe 7, 8. Und aus dem Bereich 4, 5, 6 sind 2 Mädchen da. Lorena, Rada. Die Rada. Ja, bitte, Isabella, wenn du mir vielleicht aus der Praxis erzählst, wie das so macht. Ja, genau. Also ich unterrichte in der 7-8er gemischten Klasse. Wir haben also 7. und 8. Schulstufe gemischt in der Klasse. Somit kann man den Frontalunterricht oder den gemeinsamen Unterricht kaum durchführen. Wir haben sämtliche Stunden der Gegenstände Deutsch, Mathe und Englisch im Lernbüro. Das heißt, das sind insgesamt dann 12 Stunden in der Woche Lernbüro. In diesen Stunden sind wir Lehrer immer zu zweit drinnen. Es sind also immer 2 Fachlehrer anwesend. Das können sein entweder unterschiedliche Fächer, das heißt, es kann sein ein Deutsch, ein Mathelehrer gemeinsam, ein Englisch, ein Mathelehrer oder es können aber auch 2 Deutschlehrer in dieser Lernbürostunde drinnen sein. Die Schüler und Schülerinnen haben dann Themenpläne, die sie bearbeiten in den einzelnen Gegenständen. Sie können sich selber aussuchen, an welchem Thema sie arbeiten, an welchem Themenplan sie arbeiten in der jeweiligen Lernbürostunde. Sinnvoll ist es natürlich, wenn sie an einem Plan arbeiten, wo auch der jeweilige Fachlehrer gerade da ist, weil sie den dann fragen können. Sie können sich aussuchen, ob sie allein zu zweit arbeiten, sie können sich aussuchen, ob sie in der Klasse arbeiten, in den Gruppenraum gehen, in die Lernlandschaft gehen. Wichtig ist, dass sie sich die Zeit selber einteilen und die Pläne einfach zeitgerecht fertigstellen. Der Vorteil, den ich da sehe, ist, dass Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel, sage ich jetzt einmal, in Mathematik schneller sind und
die ganzen Mathestunden gar nicht brauchen, dafür mehr Zeit haben, zum Beispiel am Englischplan zu arbeiten oder auch umgekehrt. Aber vielleicht könnt ihr selber berichten, Jakob und Ela, wie es euch damit geht in diesen Lernbürostunden mit dem Lernbüro. Also ich finde die Lernbürostunden ganz fein, weil man kann sich eben aussuchen, man kann sich die Zeit selber einteilen, ob und ja, ich kann aussuchen, ob ich jetzt Deutsch oder Englisch mache. Und eigentlich das, was zählt, ist ja, den Plan zeitgerecht abzugeben. Und ich kann aber auch Geschichte oder so machen. Und ja, mir geht es persönlich ganz gut in den Lernbürostunden. Ja, ich finde es so voll fein, weil man kann sich in ein Thema vertiefen und man muss nicht, sobald die Stunde fertig ist, aufhören und kann dranbleiben. Danke. Und in 4, 5, 6, wie schaut es da aus? In 4, 5, 6 ist es ähnlich organisiert. Wir haben es noch ein bisschen enger gefasst, weil wir doch auch Viertstufler dabei haben und sagen momentan noch, gerade am Anfang des Schuljahres, jetzt arbeiten wir an Mathe oder an Deutsch, wobei das dann einmal pro Woche auch ganz freigelassen wird und das wird im Laufe des Jahres immer weiter geöffnet. Die Sechser arbeiten schon sehr selbstständig, auch die Fünfer und die Vierer brauchen da einfach noch ein bisschen mehr oder eine engere Struktur, dass sie einfach wissen, was sie jetzt gerade arbeiten sollen. Das Schöne an der Mischung ist, dass die Sechser auch die Fünfer, auch den Kleineren einfach helfen im organisatorischen Sinn, wie auch mit Inhalten. Ist auch immer gleich eine Wiederholung für sie. Und ja, es ist ganz ein angenehmes Arbeiten, ganz entspannt. Die Schülerinnen wissen, kennen ihre Ziele und wissen, was wichtig ist, was sie bearbeiten sollen. Ja, Rada und Lorena, vielleicht erzählt ihr noch ganz kurz, wie es euch geht mit dem Lernbüro? Okay, also mir geht es im Lernbüro auch sehr gut, denn wir können halt aussuchen, ob wir jetzt Mathe oder Deutsch machen. Und ja, wir müssen halt auch die Pläne fertig kriegen und wir kriegen dann auch noch eine Lernzielkontrolle, dass wir am Ende lernen nach dem Thema, ob wir es können oder nicht. Mir geht's auch ganz gut. Ich finde es auch voll cool, dass wir halt anderen helfen können. Und ja. Ja, soweit. Wenn da Fragen sind, gerne. Dani? Am Bodensee. Geblendet. Das ist ja relativ offen. Also euer Klassenraum ist ja voll offen. Wie passt das da von der Lautstärke drinnen? Weil man arbeitet ja auch in Gruppen und alleine. Passiert es da manchmal, dass es zu laut wird oder wird das dann eh schnell geregelt? Wie habt ihr es ihr? Ja, manchmal ist es laut, aber der Großteil ist es eigentlich schon leise und man kann sich konzentrieren. Okay. Es gibt, wir versuchen schon verschiedene Bereiche zu machen, dass wir sagen, die Gruppenräume, wenn man da die Türe zumacht, dann sind sie relativ schalldicht. Das heißt, wenn jetzt eine Gruppe einen Dialog einüben muss in Englisch oder eine Hörübung machen muss, dann gehen sie eher in einen Gruppenraum, machen die Türe zu und können dann auch eher miteinander sprechen. Im Lernbüro, also in der Lernlandschaft, muss es eher leiser sein, weil einfach zu viele unterschiedliche Schüler und Schülerinnen umeinander sind. Also wir versuchen dann eher die Bereiche so ein bisschen einzuteilen in laut und leise. Ja. Okay. Alles gut. Wir lassen uns mal dabei. Vielen Dank für euren Beitrag. Das ist total super. Jetzt haben wir schon Lernbüros gesehen in der Volksschule. Jetzt bei euch so im 4., 5., 6., 7., 8. Total übergreifend auch. Also auch so jahrgangsmäßig verschränkt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und schalten noch weiter zum TGM. Vielleicht könnt ihr euch. Ja, genau. Wir schalten zum TGM. Ihr seid eigentlich eine Schule, die in Wien ist, eine HTL, aber ihr seid jetzt gerade in Graz. Warum seid ihr eigentlich gerade in Graz? Wir sind gerade in Graz, weil auch in Graz gerade ein Seminar ist, auch zum Thema Lernbüro. In dem Fall auch für HTLs oder auch AHS. Und da sind wir auch dort,
um das auch gleich dort zu verbinden und passt andere Seminare gleichzeitig abzuhalten und Workshops. Okay, ihr nehmt gleich ein normales Seminar und das Webinar gleich zusammen und seid besonders effizient heute am Nachmittag. Cool. Ist der Gottfried auch schon da oder noch nicht? Der ist leider noch nicht da. Der okay. ist aber, das ist wir erwarten ihn seit 20 Minuten. Der maßgeblich beteiligt war bei der Einführung des Lernbüros bei euch. Aber vielleicht könnt ihr euch ja mal, die Praktiker sind oft eh besser. Nein, also wenn ihr einfach so erzählt, ihr habt anscheinend ein digitales oder elektronisches Lernbüro. Wie funktioniert denn das bei euch? Also wir haben unsere Unterlagen auf der E-Learning-Plattform auf Moodle und wir können uns ähnlich wie die anderen auch für die bestimmten Lernbürozeiten aussuchen, welches Fach wir machen. Also wir haben einerseits geblockt die technischen Fächer, wo wir halt unsere spezifischen Sachen haben wie Softwareentwicklung oder Netzwerktechnik oder Medientechnik und auf der anderen Seite auch die allgemeinen Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch. Und wenn wir halt haben am Dienstag Vormittag haben wir jetzt die Blöcke für die technischen Fächer, dann kann man sich aussuchen, welches Fach man macht und hat dann online auf dieser E-Learning-Plattform die Ressourcen, wo die Aufgabenstellungen und die Theorie dazu ist, die man sich durchliest und die Aufgabenstellung macht und dann abgibt in einem Abgabegespräch mit dem Lehrer. Okay, cool. Jetzt habe ich ganz vergessen, euch vorzustellen. Du bist der Felix? Ich bin der Felix, hallo. Ja, und ich bin die Lilian. Lilian, hallo. Und hallo. Im Hintergrund ist auch noch ja, Unterstützung Stefan, mit dabei. Servus. Der Stefan, hallo. Du hast uns technisch geholfen, die Leitung nach Graz herzustellen. Super, genau, vielen Dank. Ja. Genau. Können Sie uns vielleicht nochmal so erzählen, wie so ein, ganz konkret vielleicht, also wenn ihr morgen jetzt, ihr fahrt heute wieder zurück? Genau. Genau. Können Sie uns mal erzählen, wie läuft das morgen ab, wenn ihr da in die Schule kommt? Ja, also wir haben halt Lernbüro die ersten 4 Stunden und heute können wir uns schon für das Lernbüro eintragen, dass wir gehen wollen. Also wir haben eine Online-Seite dafür, dann können wir uns eintragen und dann gehen wir eben in dieses Lernbüro, in das wir uns eingetragen haben. Und dann arbeiten wir eben die Übungen. Gehen heißt bei euch, ihr klickt euch rein, oder was? Genau. Ja. Also rein digital. Jo. Okay. Genau. Und im Lernbüro haben wir dann halt unsere Aufgaben, die wir machen müssen. Und jeder macht halt die Aufgabe, bei der er gerade ist. Und ja. Und wenn man sie fertig hat, geht man zum Lehrer mit der und sagt, ich möchte das abgeben. Und redet mit dem Lehrer drüber und kriegt abgehakt, halt gut gemacht, erledigt, wird eingetragen. Fertig, nächste Aufgabe. Bleiben wir noch mal kurz bei den Inhalten. Wie sind diese Inhalte eigentlich aufgebaut? Wir haben von der Kompetenzorientierung die Module, die grundlegend und erweitert gegliedert sind, ja, übernommen und die in möglichst kleine Aufgabenpakete verpackt von den Lehrern, die halt dann einzeln durchzuarbeiten sind und einzeln auch dann beurteilt werden. Also ihr habt so Basismodule, die ihr machen müsst und habt noch auch noch so eine Art Erweiterung, genau. Die Basismodule, die grundlegenden Module sind die Dinge, die absolut notwendig sind, um eine positive Note im Jahr zu haben und auch halt später die Kompetenzen, die notwendig sind, um die Reifeprüfung auch positiv zu bestehen. Wenn man bessere Noten möchte, muss man sich eben erweitern mit den erweiterten Inhalten. Aber das liegt an euch, das entscheidet ihr. Genau. Wir können uns entscheiden, womit wir uns erweitern und ob wir uns in manchen Fächern überhaupt erweitern wollen. Ja, also wenn du keinen Bock auf irgendein Fach hast, machst du es halt nicht und machst es lieber dort, wo du mehr Lust hast, so, oder? Ja, genau. Und eben, wenn man einfach nicht so gut ist, kann man sich dann auch eher auf das spezialisieren und vor allem nur auf die Grundinhalte. Und dann muss man nicht die Erweiterten machen, wenn man eben mit den Grundinhalten schon genug zu tun hat. Mhm. Und ihr entscheidet für euch selber, welches Modul ihr zum Beispiel morgen macht. Genau. Wir entscheiden das selbst. Wir entscheiden, welches Fach wir morgen machen und wie viel im Endeffekt wir dann in dem Fach machen, bis wir halt in ein anderes Fach rüberwechseln und dann dort was arbeiten. Und wie behaltet ihr den Überblick, was ihr jetzt gemacht habt und was noch vor euch liegt? Ja, also in den ersten ist es zum Beispiel so, wir haben so eine Art Logbuch und dann trägt man sich dann immer für die nächste Woche ein, was man genau macht. Und was man gehen will und bespricht das dann zumindest in der ersten auch mit einem Lehrer, was man auch gehen sollte, weil es ist natürlich so, man geht natürlich lieber die Fächer, die einem mehr liegen als die, die man nicht so gern mag. Und in der ersten schaut man halt eben, dass auch die Fächer gegangen werden, die man
nicht so gern mag. Und dann aber in den höheren Jahrgängen können sich die Schüler das schon relativ gut einteilen und wissen dann auch, was sie gehen müssen, damit sie die Sachen, die sie machen müssen, in der... Da findet auch dann jeder für sich selbst sein eigenes System. Ja. Manche führen das immer noch weiter mit diesem Logbook. Viele machen sich Online-Planer, die sie dafür nutzen und führen Tabellen oder wirklich To-Do-Lists für sowas, um halt da den Überblick zu behalten. Aber da ist man für sich selbst verantwortlich. Ist das Logbuch auch digital oder ist das... Das ist in Papierform. Papier. Ah, echt? Okay. Und was passiert, wenn man... man muss ja etwas erreichen, die Ziele, die muss man erreichen. Was passiert, wenn man ein oder zwei Ziele oder generell nicht auf sein Soll kommt, wenn man nicht alles erreicht, was man sich eigentlich vorgenommen hat, beziehungsweise was man machen soll? Ja, dann hat man natürlich um einiges mehr Stress in den Wochen danach. Und ich glaube, das ist vor allem ein Problem in den ersten Jahrgängen, in den ersten Semestern. Und nachdem man aber ein paar Mal dann in den letzten Wochen extrem viel nachholen sollte, sollte man sich das merken und dann vielleicht auch schon früher damit beginnen. Und dann kommt es auch gar nicht dazu, dass man diese Ziele nicht erreicht. Dagegen, wenn man es bis Abgabeschluss oder Notenschluss nicht erreicht, dann ist man natürlich negativ. Weil wir haben eben mit der NOST, wenn eine Teilkompetenz negativ ist, ist automatisch das ganze Fach negativ. Das heißt, darauf muss man aufpassen. Test dann auch nur das wieder ausbessern, oder? Dann muss man aber auch nur das wieder ausbessern. Das ist ein Vorteil, vor allem bei uns im Lernbüro. Weil wenn man wiederholt, kann man dann sich selbst aussuchen, was man macht. Und kann man sich dann umso besser noch spezialisieren. Okay, danke. Super, perfekt. Jetzt ist das richtig cool rübergebracht, glaube ich. In der Zwischenzeit, Gottfried, hallo, dass du da bist. Hallo, tut mir leid, dass ich erst jetzt da bin. Du bist direkt aus den USA eingeflogen, oder? Ja, und jetzt noch vom Seminar auf der Bulme in Graz. Okay. Das ist jetzt aus, was ich gehalten habe, jetzt kann ich zur Verfügung stehen. Kannst du uns vielleicht noch ein oder zwei Sätze zur Einführung der ganzen Geschichte sagen oder vielleicht auch, warum ihr das Lernbüro gemacht habt? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass der reguläre Unterricht bei uns an der Schule und ich bin überzeugt, in ganz Österreich durch motivierte Lehrer sehr gut ist. Aber es gibt schon einen Grund, das ein Lernbüro einzuführen, nämlich wenn man sich trotz gutem Unterricht anschaut, wenn sich 36 Schüler in einer Klasse befinden, wie viel wirklich bei der Sache sind, dann sollte uns das zu denken geben. Also es ist sehr schwer, dass man alle Schüler fesselt. Und die Idee ist, dass man das eben individualisiert für jeden Schüler macht. Das war so mein Zugang. Ich bin davon überzeugt, dass ich immer einen guten Unterricht gemacht habe, aber auch immer nie alle erreicht. Und die Idee war, dass wenn Schüler selbst entscheiden können, wann sie was machen und in welcher Tiefe sie es machen, dass man sie eigentlich mehr für ihre Bildung begeistern kann. In der Einführung, ich habe natürlich einen Vortrag von der Margret Rassfeld gesehen bei einem Seminar, der hat mich sehr begeistert, aber am meisten begeistert hat mich das Gespräch mit ihren Schülerinnen und Schülern, wie ich gesehen habe, wie sich die weiterentwickelt haben, fernab von der inhaltlichen Ebene. Und ich hoffe, das ist jetzt auch so mit unserer Dame und unserem Herrn da soweit passiert, dass sich die gut gezeigt haben. Für die Einführung habe ich dann darauf gesetzt, auf Freiwilligkeit. Also ich habe die Lehrer mal mit dem Individualisierungsansatz vom Institut Beatenberg aus der Schweiz konfrontiert, wie wichtig Individualisierung ist und was Schule den Kindern sonst antut. Und dann habe ich das Lernbüro, einen Film über das Lernbüro in Deutschland hergezeigt und habe gesagt, ich würde das gerne am TGM machen. Und ich frage nach Freiwilligen und das war ganz wichtig, dass im ersten Schwung bei der Einführung in der Schule mal freiwillige Kollegen und Kolleginnen da mitgemacht haben. Und ich habe auch gesagt, es wird bei mir immer die Möglichkeit geben, dass wir das herkömmliche System beibehalten für jene, die das ablehnen. Damit habe ich einmal interne möglichen Gegenwind möglichst reduziert gehabt, habe aber auch in das Team ein, zwei Kritiker eingeladen und ihnen die Chance gegeben, ihre Ängste bei der Entwicklung des Lernbüros für eine HTL einzubringen und dass wir darauf Rücksicht nehmen. Und das, glaube ich, war der Schlüssel zum Erfolg. Und dann passiert ein Sogeffekt. Wenn man es dann anfängt und sieht, wie begeistert alle sind, wollen immer mehr und mehr mitmachen. Okay. Hat das deine Frage halbwegs beantwortet? Ja, super. Wir gehen vielleicht gleich über jetzt langsam in die Fragestunde. Vielleicht können sich auch die Schulen noch einmal in St. Oswald und auch in Haar dazuschalten. Wunderbar, danke, dass ihr da seid. Eine spannende Frage ist, kann man einen Zugang zu eurem Moodle-Lernbüro haben am TGM? War eine Frage von der Barbara.
Ja, also zum ganzen Moodle-System nicht, aber wir haben zum Beispiel unseren ersten Mathematikkurs online gestellt. Den Link kann ich dir gerne schicken, sodass du es beim nächsten Mal aussenden kannst. Okay, gut. Beziehungsweise die Barbara, wenn sie Interesse hat, kann auch mit dir Kontakt aufnehmen. Jederzeit, gerne. Gottfried Koppensteiner. Ja, gkoppensteiner.tgmac.at als E-Mail. Man findet mich aber auf der Webseite. Oder wenn ihr Fragen habt, schickt die Anfrage an uns und wir leiten es weiter. Geht auch. Die eine Frage war noch, wie lange arbeitet ihr? Habt ihr so Arbeitspläne, also Zeitpläne? Ich glaube, am TGM ist das nicht so, vielleicht in der Volksschule, dass ihr so Perioden habt, Lernperioden von, ich weiß nicht, 6 Wochen, 8 Wochen. Genau, bei uns sind es circa 5 bis 6 Wochen, wobei da natürlich Kinder unterschiedlich fertig werden. Das heißt, manche brauchen vielleicht nur 4 oder 5 Wochen dafür und andere ein bisschen länger. Aber das sind in Epochen, die Lernziel-Mindmap sind in Epochen aufgeteilt. Ja, cool. Dann eine Frage auch an der Gottfried hat schon ein bisschen erzählt, wie er die anderen Lehrpersonen aus seinem Team eingebunden hat. Wie war das eigentlich bei euch und wie läuft diese Vorbereitung von Lehrerinnen? Vielleicht können da auch, könnt ihr was sagen und vielleicht auch der Christian und sein Team. Ja, bei uns war es einfach zuerst einmal ein Sprung ins kalte Wasser und wir haben auch über Margret Rassfeld, über Schule im Aufbruch, einfach Lernbüros kennengelernt und wir haben einmal gestartet mit der Grundstufe 2 und das hat so schnell zum Erfolg geführt, weil die Kinder so begeistert waren, dass wir es relativ schnell umgelegt haben und wir müssen, also ich muss sagen, bei uns im Team gibt es nur begeisterte Lehrerinnen, die das sofort mitmachen wollten. Das heißt, es ist, ja, wir haben ein Anforderungsprofil an unserer Schule, weil wir als Schule einen anderen Weg gegangen sind vor 9 Jahren und deswegen habe ich Lehrerinnen, die da gerne mitmachen. Christian, kannst du vielleicht auch eure Erfahrung einbinden, also die Einbindung des ganzen Teams? Bei uns war das so, dass es zuerst Teams gegeben hat, die sich freiwillig zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen so beginnen, wir wollen so arbeiten. Und das hat einfach Schule gemacht. In der Schule hat es Schule gemacht. Und war bei uns vor inzwischen 8 Jahren die Diskussion, dass eben ein Neubau kommt. Und dann haben wir die Pädagogik für die ganze Schule so entwickelt, das pädagogische Konzept, und gewusst, wenn wir dann ins Haus einziehen, dann werden alle Klassen so arbeiten. Und auch in Bezug auf Jahrgangsmischung ist das so. Wir haben jetzt im Bereich 7, 8 noch 3 Klassen, die jahrgangshomogen sind, aber das läuft aus und in einem Jahr sind wir dann, in 2 Jahren ist dann die letzte Klasse umgestellt. Okay, und gab es da irgendwie Widerstand oder gab es da irgendwelche guten Erfahrungen von euch, wo ihr gute Erfahrungen damit gemacht habt, dass das ganze Team auch mitmachen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es auch noch einen Teil des Teams, das es machen will, aber die andere nicht. Ja, es ist schon so gewesen, dass nicht alle Hurra geschrieben haben, aber wir sind hospitieren gegangen, das ganze Kollegium gemeinsam, haben wir andere Schulen angeschaut. Wir haben auch Margret Rassfeld zu uns eingeladen, Schule im Aufbruchtag, den du für uns organisiert hast, bei uns in Hart gemacht. Und das waren alles so Aufbruchelemente, wo wir wirklich Energie wieder bekommen haben. Und manche Kolleginnen und Kollegen, für die hat es jetzt nicht unbedingt gepasst. Einzelne haben gewartet, bis man in Pension geht, oder ganz wenige haben auch die Schule gewechselt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Kollegen jetzt wirklich sehr motiviert hinter dieser ganzen Idee stehen. Cool, ja. Vielleicht nur ergänzen darf. Ich glaube, das Wichtigste da für mich war das am hilfreichsten, immer wirklich hospitieren zu gehen und andere Schulen anschauen. Also wirklich die Praxis anzuschauen, wie funktioniert es woanders und wie läuft es. Ja, cool. Einige schwitzende Zuhörerinnen und Zuseherinnen haben wir. Die fragen sich nämlich, wie das mit den Lernmaterialien ist. Habt ihr die selber erstellt und gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu teilen mit anderen Schulen oder so Zusammenarbeit in der Erstellung? Also im Bereich Mittelschule ist es schon so, dass nicht sehr viele Materialien da sind. Da haben die Kollegen inzwischen 20 Jahre Erfahrung und es herrscht ein großer Austausch. Wenn ich zurückdenke an manche Kollegen, die zu uns gekommen sind, so frisch von der pädagogischen Hochschule, die hatten schon ein bisschen Bauchweh. Wie wird das sein? Wie kann ich einer Klasse gerecht werden mit 3 Jahrgängen drin? Wie kann ich die Materialien im Vorhinein so haben? Aber was ich als sehr, sehr positiv erachte, ist, dass ein großer Pool an Materialien da ist, digital oder auch schon ausgearbeitet, und die jungen Kollegen bekommen das. Und
wenn sie dann in der Praxis sind, arbeiten sie selber und können auch in diesen Pool ihre Ideen mit einbringen und auch hineinarbeiten. Okay. Müssen wir uns vielleicht überlegen, ob man da irgendeine Plattform einrichten könnte, wo man das teilen könnte vielleicht, oder? Wechselseitig, damit nicht jeder das Gleiche. Eventuell, ja, wenn es passt, ja. Ja, schwierig, aber... Ganz übernehmen ist immer schwierig. Also wenn jemand eine gute Idee hat, heißt es noch lange nicht, dass ein anderer damit mit dem erfolgreich arbeiten kann. Ja. Also auch da am besten wechselseitig besuchen. Ja. Genau. Anschauen, was gibt es dort. Genau. Das wird die St. Oswalder freuen. Wo kann man eure Logbücher kaufen? Leider gar nicht. Anna hat ein großes Budget und wird gerne zuschlagen. Ja, Sam. Momentan ist es, wir haben nur für uns gemacht. Wir sind schon lange im Überlegen, ob wir es irgendwie ja, anders vertreiben könnten. Aber das ist nicht so einfach als Schule und von dem her ist es momentan einfach nur unser Produkt. Ja. Wir laden alle gerne ein. Man kann gerne bei uns vorbeischauen und einen Blick in die Logbücher reinwerfen. Aber wir sind nicht die richtige Rechtsform, um das auch gewerblich dann zu verkaufen. Aber gerade in eurem Raum Graz gibt es viele andere Schulen auch. Da kann man sich bei mehreren Schulen gleich schnuppern und sich einige Sachen anschauen. Und es gibt auch schon einige Logbücher, die wie Vorlagen für sich als Schule angepasst werden können. Genau. Im Netz ganz viel schon auffindbar und es gilt das Gleiche. Also man kann das Logbuch nicht auf eine andere Schule so eins zu eins übertragen. Man kann sich Ideen holen, wir entwickeln seit vielen Jahren Logbücher, also unser Logbuch und es wird jedes Jahr wieder überarbeitet und neu gestaltet. Genau, leitet über zu einer nächsten Frage, die da kommt. Es gibt nämlich in Niederösterreich eine Volksschule, die gibt das Logbuch so immer im Entwurfsstadium an die Eltern noch weiter und fragt um Feedback von den Eltern. Und da ist auch die Frage der Einbindung der Eltern. Wie ist euch damit gegangen? Gibt es da Erfahrungen? Ja, wir holen eigentlich jetzt nicht in der Entwurfsphase die Rückmeldung der Eltern, sondern eigentlich dann, wenn wir es schon einsetzen, um das Nächstjährige dann so zu adaptieren, dass wir da einfach auch Rückmeldungen einfließen lassen. Also es ist bei uns immer relativ kurzfristig, weil wir ja auch ein kleines Team sind, dass wir das Logbuch dann auch so fertig bringen. Das heißt, wir schauen natürlich, was Eltern rückmelden und versuchen das dann im nächsten Jahr dann umzusetzen. Aber letztendlich, also es ist ein kleiner Teil, wo die Eltern auch mit dem Logbuch kommunizieren. Hauptsächlich arbeiten die Kinder damit, weil das ist ihre Lerndokumentation, ihre tägliche. Und wir geben unser Feedback von Lehrerinnenseite und deswegen, also im Großteil passen wir es an, nach dem Gefühl und nach der Reflexion, wie die Kinder damit gearbeitet haben und wie es ihnen gegangen ist mit dem Logbuch. Vielleicht eine schnelle Frage noch ans TGM. Wie geht es ihr um mit so diesen Prüfungen oder mit dem Ablegen der Kenntnisse über, wie läuft das ab? Also gibt es bei euch Tests oder wie läuft das und welche Freiheiten bestehen da für euch als Schülerinnen? Wir haben wie im regulären Unterricht die Schularbeiten und Tests. Bei uns läuft das reguläre System in den zwei parallelen Klassen mit uns mit. Und wir haben als gesamte Abteilung geschlossen Testtermine und Schularbeitstermine. Und wir schreiben dann auch geschlossen dieselbe Schularbeiten und Tests. Das heißt, das ist, was das betrifft, genau gleich wie im regulären System, wo wir halt dann alle zur selben Zeit Schularbeit haben, dieselbe Schularbeit schreiben. Zwischen die Abgaben? Ja, sonst haben wir halt dazwischen die Abgaben, die halt einfach Abgabegespräche sind, wo wir eben die Aufgabenpakete, die wir haben, erledigen und dann damit zu den Lehrkräften gehen, die herzeigen, eben persönlichen Gespräch mit denen, dann darüber reden, schauen, was gut ist, was vielleicht noch Verbesserungssachen sind, vielleicht kommt man wieder, vielleicht passt das schon so und das wird einfach so beurteilt. Okay, also eher individuell, während zwischen den Schularbeiten, aber die Schularbeitstermine, das sind so Fixpunkte. Genau, also diese kleinen Sachen werden alle individuell abgenommen. Die meisten werden mit direkt einem Gespräch abgenommen. Manche Sachen, wenn es einfach nur kleinere Aufgaben sind, benötigen einfach nur die Online-Abgabe, wo wir das abgeben und die Lehrer bewerten das einfach so und wir sehen dann nur das Feedback online.
Die meisten werden mündlich abgenommen und die großen Schularbeiten oder auch Tests werden halt benotet. Okay, da schließt eine Frage von der Silvia an, die gebe ich gleich an Hart weiter, weil dann dieses gestellt. Wie schaut das bei euch aus, die Ergebniskontrolle und Beurteilung? Schularbeiten. Vielleicht können die Schülerinnen was sagen dazu. Ja, hörst du mich, Matt? Ja, aber vielleicht können die Schülerinnen was sagen. Also wie ist das bei euch? Wie werden eure Ergebnisse beurteilt? Schularbeiten, wie läuft das bei uns ab? Lernzielkontrollen. Also wir kriegen ja unsere Pläne und die Pläne sind ja die Übung für die Lernzielkontrollen und ja, die Lernzielkontrollen. Wir bekommen auch, also ja, sag du. Wir nur pro Semester haben in jedem Fach 2 Schularbeiten und da kommt der Stoff aus der Pläne, wird dort kontrolliert, ob man es eben verstanden hat. Okay. In Deutsch habt ihr anstelle einer Schularbeit pro Semester was? Wir haben noch Portfolios, da haben wir in Mathe auch schon eins gehabt und ja, das erarbeitet man sich über Zeit und gibt es in der Wahl. Ja. Und das ersetzt dann eine Schularbeit. Ja, diesen Semester zum Beispiel haben wir statt der zweiten Englischschularbeit ein Portfolio zu machen. Das geht dann immer parallel mit dem Planarbeit, wo das durch. Und bei euch? Schularbeiten? Ihr habt auch 2 Schularbeiten in Deutsch, Mathe und Englisch? Ja. Und dazwischen Lernzielkontrollen? Ja, noch einen Plan haben wir immer Lernzielkontrollen und dass man einfach seinen, ob man es können hat, ob man es verstanden hat. Und, ja. Und wenn ihr mit der Leistung nicht ganz zufrieden seid? Dann darf man es auch manchmal wiederholen. Also nicht alle miteinander, sondern einfach die Kinder, die es brauchen. Die gehen dann zu Lehrpersonen, können es nachmachen. Gut, vielleicht auch noch eine Frage an die Pflichtschulen. Arbeitet ihr mit Schulbüchern? Ja. Auch bei euch? Ja. Teile davon? Ja, verwendet ihr, okay. Wir haben Schulbücher, ja. Sabine, wie schaut das bei euch aus? Oder? Wir haben Schulbücher, vorrangig für die Aufgaben. Okay, verwendet ihr auch. Das integriert ihr einfach. Ja. Also es gibt Unterstützung des Lernziels auch über ein Buch zu erreichen. Also ich denke mal, das ist auch gut so. Warum nicht? Genau. Der Stefan fragt noch, wenn ihr so vergleicht ein bisschen und so die Erfahrungen noch einfließen lasst, neben dem reinen Wissenslernen, Wissenserwerb, gibt es andere Kompetenzen, wo ihr seht, die unterstützen das Lernbüro im Vergleich zu einem eher klassischen Format? Die Frage geht jetzt an wen? Wer will? Wer schneller? Wer schneller. Also ich war heute Morgen in einer Klasse in 7. 8. Stufe und dann war gerade deren Büro und dann habe ich ein paar Kinder, Jugendliche gefragt, wie es ihnen jetzt geht mit deren Büro und dann war so unisono die Antwort, ja, wir haben das Lernbüro viel lieber als eine frontale Einheit durch die Lehrperson. Da können wir diese Arbeiten erledigen, die uns wichtig sind, wo wir einfach mehr Zeit brauchen. Und die einen sind dann mit Mathematikmaterialien unterwegs gegangen, die anderen haben Englisch gearbeitet und wieder andere Deutsch. Also einfach so diese Selbstständigkeit, selber Verantwortung fürs Lernen zu übernehmen und machen es auch gern. Genau. Okay. Daniel, hast du noch? Von mir keine Fragen soweit. Hast du sowas? Kennst du sowas, Lernbüro oder so eine Art von Lernen? Ich war in der Unterstufe in einer Montessori-Schule. Ja, okay. Hat einige Ähnlichkeiten mit dem Grundfaktum, dass, glaube ich, meine noch ein bisschen freier war. Und es sowas wie Tests, Hausübungen, Schularbeiten oder Ähnliches gar nicht gegeben hat. Okay. Gut, kleine Anregung noch für euch. Das noch ein bisschen freier gestalten. Für alle, denen es sowas. Achso, ja. Muss irgendwer zustimmen, sowas zu machen? Ist noch eine Frage. Braucht man so einen Landesschulrat oder so eine Bildungsregion? Fürs Lernbüro nicht. Nein. Das kann jede Schule, jedes Team, jede Klasse für sich allein entscheiden. Okay. Cool. Und vielleicht zum Abrunden noch, wie ist es bei euch noch, weil wir können leider jetzt nicht alle Fragen beantworten. Auf der anderen Seite müssen wir auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir sind schon ziemlich am Ende jetzt und es ist also knapp vor 18 Uhr.
ihr seid alle schon zu Hause, ihr habt viel zu tun. Also wir wollen auch die Zeit nicht endlos lang strecken. Vielleicht letzte Frage noch in die Runde nach dem Raum. Vielleicht beginnen wir beim TGM. Habt ihr räumlich irgendwelche Veränderungen gemacht? Ist vielleicht für euch gar nicht so wichtig, weil ihr eh nur im Netz und digital unterwegs seid? Doch, bei uns auf jeden Fall. Schon. Wir haben Couches in den Lernbüros. Wir haben anstelle dieses klassischen Layouts mit den Tischen, die quer stehen, Tische am Rand, wo man einfach schön alleine oder zu zweit arbeiten kann. Wir haben runde Tische in der Mitte, wo man gut als Gruppe arbeiten kann. Eben einerseits die Couches, dann wo man auch vielleicht ein bisschen gemütlicher sich hinsetzen kann und was machen kann. Genau, und Pflanzen haben wir auch, dazugefügt, einfach nur um die Atmosphäre ein bisschen angenehmer zu machen. Mhm. Wir haben allgemein das Mobiliar abgeändert, sodass man ein bisschen weniger, also nicht mehr dieses Gefühl hat, man geht in einen Klassenraum, sondern man geht in ein Lernbüro, wo das freie Arbeiten auch erlaubt ist. Die Gestaltung des Raumes spielt definitiv eine große Rolle und bestimmt das pädagogische Konzept, das muss zusammenpassen. Hm. Haben wir uns heute auch gedacht, oder? Ja, Sitzecke habt ihr aber noch keine, oder? Doch. Liegehecke? Na schau, alles klar. Perfekt. Sitzecke, Couches, Couchtische. War gemütlich. Es ist halt immer alles eine Frage des Brandschutzes. Ja, klar. Stimmt. Okay. Ja. Sabine, wie war das bei euch? Wie viele räumliche Veränderungen habt ihr gemacht? Gar nicht viele. Also es ist bei uns, jede Klasse ist als Klasse konzipiert gewesen. Die einzigen Veränderungen waren, dass wir die Klassen nicht überfüllt haben mit allen Bereichen wie Sachunterricht, Deutsch und Mathematik und das, was noch zusätzlich gebraucht wird. Und wir haben uns einfach darauf spezialisiert, dass man sagt, okay, ein Bereich ist Mathematik. Das erspart natürlich auch ganz viel an Materialarbeit. Mhm. Oder an Materialanschaffung, weil ich es ja nur einmal bzw. bei uns jetzt zweimal brauche, im Lernbüro Grundstufe 2 und im Lernbüro Grundstufe 1. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile. In einer Zeit, wo die Kinder sowieso überflutet sind mit ganz vielen Angeboten, ist es einfach, macht Sinn, das zu reduzieren auf einzelne Bereiche. Cool, super. Mhm. Und bei euch, Christian in Hart, jetzt gleich die ganze Schule neu gebaut fürs Lernbüro, oder? Genau. Extra drum, ja. Können wir einmal kurz schwenken bei euch, damit wir ein bisschen Eindruck noch haben? Das ist Lopfen. Robert, wo bist du? Robert, er schwenkt schon. Robert, schwenk mal durch. Vorhängzeuge. Okay, wir machen einmal so einen Abschlussschwenk noch durch ein Cluster. Das ist jetzt der Mittelraum, oder? Ja. Genau. Und wir schwenken noch einmal durch, so sieht das aus. Und jetzt geht man in so einen Cluster-Lernraum hinein, oder? Würde man gehen, da hinten. Ja. Ach, cool, wir gehen gleich weiter. Ja, leider ist das Kabel zu kurz. Okay, das ist so eine Klasse. Ja. Na, jetzt. Sieht man es? Ja, ein bisschen unscharf ist es, aber wir können es uns vorstellen. Na. Ah, jetzt. Das ist die anderen schon. Also es gibt so einen Zentralraum und dann gibt es so verzweigte, gerne weggehende Arbeitsräume eigentlich. Gruppenräume. Ist das ein Gruppenraum, der ist kleiner? Ja. Okay. Zur Sprache. Super. Aber man muss nicht 40 Millionen Euro in die Hand nehmen und eine neue Schule bauen. So ein Lernbüro kann man auch, wie man sieht, Oswald, auch in kleinerem Rahmen realisieren. Aber man kann auch in einem alten Haus so arbeiten, ja. Genau, habt ihr vorher gezeigt. So, wir kommen zum Schluss. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich glaube, das war total spannend, dass wir gezeigt haben, wie 6-, 7-, 8-jährige Kinder noch und erwachsene, fast Technikstudentinnen mit Lernbüros arbeiten, alle in unterschiedlicher Form. Aber es zieht sich so ein roter Faden durch von Eigenverantwortung und Modularisierung, Individualisierung. Es war ein super Eindruck. Vielen, vielen Dank. Vielleicht hilft dieses Webinar auch. Wir werden es aufzeichnen wieder. Wir werden es auf die Webseite stellen. In einigen Tagen findet ihr es auf der Webseite. Und vielleicht hilft auch dieses Webinar vielen anderen Schulen einfach auch den nächsten Schritt zu machen und sich von euch inspirieren zu lassen. Genauso wie ihr von vielen anderen inspiriert worden seid. Ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie das sich alles entwickelt hat. Damals, wo ich in der Schule war,
Die schönste Frage, die ich mir jemals wünschen hätte können als Schüler, ist, was interessiert die eigentlich? Und diese Frage, die hört man eigentlich, die habe ich nie gehört. Und deswegen bin ich aus der Schule rausgegangen, habe keine Ahnung gehabt, was ich tun soll. Das heißt, für alle Lehrer, stellt mal diese Frage an die Schüler. Cool. Das war zum Montagabend. Vielen Dank, Matthias. Also, mach es gut. Danke auch von mir. Es hat mich sehr gefreut, an diesem Webinar teilnehmen zu dürfen und auch so viele motivierte Leute zu sehen. Ich hoffe, es war nicht so anstrengend für dich. Na, du kriegst gleich einen Check. Also, vielen Dank fürs Mitmachen. Habt einen schönen Abend und alles Gute. Just do IT für alle, die es machen wollen. Oh, tschüss. Tschüss. Tschüss.